Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved, zusammen mit dem Daniel. Hallo. Hallo. Warte, wie heißt du? Eleonore. Ach ja, stimmt. Ja, letzte Folge haben wir uns verzweifelt unsere ersten Schritte gewagt. Wenn ihr die verpasst habt, dann drückt jetzt oben rechts aufs I, dann gelangt ihr dahin und wir suchen uns jetzt einen schönen Ort zum Bauen. Ohne zu sterben. Und letztes Mal hat der Jon auch gelacht, dass ich so oft gestorben bin. Ja, jetzt in der Zwischenzeit von der Aufnahme ist er durch den Fluss geschwommen und wurde selber von der Piranha geschossen. Ja, das ist scheiß Piranhas, ohne Witz. Also die sind wirklich... Warte, also was wir müssen das? Echt, ja, ist gut. Wenn wir eins aus der ersten Zeit jetzt wieder bei Ark gelernt haben, ist es, wir müssen einfach ultra... Ist das ein Komodo-Waran? Er sieht nicht gerade lieb aus. Das hier sind diese Leguane, glaube ich. Die ja. Aber Moshop. Die sind cool. Oh, der Moshops. Ist verliebt. Süß. Okay. Die sind da drum vorne sind die los. Wir müssen einfach, wenn wir eins aus der ersten Folge und aus dem Anfang des Spiels wieder gelernt haben, wir müssen ultra aufpassen. Bei jedem Tier, was angreift, haben wir gerade einen enormen Nachteil gefühlt. Und ich habe mich jetzt an den Triceratops oder Dilo beispielsweise schon übernommen fast, ne? Ja, du hast am Anfang Triceratops angegriffen, als ich dich erinnern darf. Der war Level 3. Der ist auch in Love. Gehört der zu dem anderen? Dani, die trennt am Fluss. Nein, die sind doch voll klein, okay. Das sind doch ganz andere. Ach, das ist ein anderer Ohr. Ja. Der ist in Love mit dem hier. Alter, da glüht was. Da war links, schau mal, die glühen. Stimmt, die Augen glühen von denen. Das sind, oh Gott, ich will das nicht. Das sind die ganz kleinen. Weg. Die sind richtig eklig. Weiß. Ja. Ich weiß, welche du meinst. Die kannten wir sogar schon noch, ne? Ja, die sind richtig eklig. Letztes Mal. Schnell vorbei, hoffen wir, dass sie uns nicht sehen. Den Namen von den Animals habe ich mir eigentlich ganz gut gemerkt, ne? Aber. Ich glaube, dass wir das auch niemals vergessen werden. Ja, wie viele Stunden bist du eigentlich inzwischen in Ark? Boah, das kann ich dir so gar nicht sagen. Kann ich das irgendwie nachschauen? Wenn du Shift-Tab drückst, steht's oben. Shift-Tab? Ja, halt Steam öffnest. Ach so, ja. Als ob ich Steam bei Shift-Tab hätte. Das hat man auf dem Makro. Nicht? Okay, ich kann's gerade nicht nachschauen. Ich, mal gucken, ob ich dann denke fürs nächste Mal. Also ich bin bei 706 Stunden. Und es ist okay, immer noch... Also, hast du viel ohne mich gespielt? Ich glaube, ich habe dann eine ganze Weile ohne dich weitergespielt, ja, nachdem du ausgestiegen bist. Ich glaube, ich bin so bei 250. Oh, krass. Ark ist immer noch mein meistgespieltes Spiel mit Abstand. Ja, bei mir ist es halt Call of Duty Modern Warfare, ne? Also ja, das 1 kommt danach. 2. Ich glaube, Call of Duty Modern Warfare 3 kommt danach bei mir. Hey, die können wir nehmen. Lol, echt? Was ist da drin? Ah, ich wollte gucken, was drin ist! Ah, sorry, YouTuber. es war drin eine Ghillie-Maske. Oh, Alter. Fasern, organisches Polymer und dann sehe ich aus wie ein Sniper. Nehmen wir. Jetzt, wo wir gerade bei COD waren. Stimmt. Alter, ich hätte mal wieder gepasst. Bock auf eine, auf so eine richtig schlechte Call of Duty-Kampagne. Wobei, eigentlich waren die ja gar nicht so schlecht, so MW3 und so. Die Kampagne fand ich ganz gut. Die waren immer ganz cool, ich habe die gerne gespielt. Da habe ich mal wieder Lust drauf. Hast du gehört, dass Ark 2 rauskommt? Was? Ja, jetzt schon? Mit Vin Diesel. Ich dachte, das ist irgendwie eine Serie oder so. Was glitzert denn da hinten, lol? Das ist ein Triceratops oder so mit einem... Nein. Das hier. Oder Micha. So ein anderer. Das ist, ja, der hat einen Skin. Der hat einen Skin an. Ich nee, Tech. Der? Tech ja, heißen die. Die sind, also ich habe nämlich bei einem anderen YouTuber gesehen, dass es die mechanisierten Wesen gibt, die man selber nachbauen kann. Ich dachte, das geht aber nur bei Extinction. Die kann man nachbauen. Aber Alter, wie cool wäre es denn, wenn man die eigenen Saurier bauen kann? Okay, wir müssen bis zum Tech bauen. Ich Tech spielen. Ich habe übrigens, glaube ich, einen potenziellen Ort gefunden. Da vorne ist so eine Klippe und da können wir oben drauf bauen. Was hältst du davon? Ich sehe die Klippe noch nicht. Da drüben, in die Richtung. Oh nein, jetzt werfe ich meinen Speer. Nee, stopp. Wie wirft man seinen Speer? Rechtsklick. Ah, mit Rechtsklick. Und wenn man Rechtsklick aufhört, dann hört's auf, ne? Dann fliegt er weg, glaube ich, oder? Nee. Wie hast du denn gewechselt jetzt nochmal? Ich habe auf 1 gedrückt. Okay. Ja, habe ich gerade noch. Perfekt. Ja. Klassischer Gamer-Move. Möchte jetzt auf. Hey, da vorne ist so eine Fledermaus. Stimmt, die gab's ja auch, ne? Das sind die kleinen. Die kann man sich doch auf die Schulter cool. setzen. Ja, genau, ja. Aber die waren die nicht voll schwer? Was ist das? Wegen irgendwas? Hier im ist das der Qualle? Seit wann gibt's denn Quallen in Ark? Krass. Die kann man aber nicht tamen, oder? Man kann keine Qualle tamen. Ich meine, die sind aus Wasser. Was soll man denn Die füttern? Haben kein Gehirn. Wie cool, Alter. Aber das ist ja mega. Wie sehen die aus? Wie geil. Die verfolgt dich. Wow, okay.
Oh, leck. Alter, die kann laufen? Kann die laufen? Krass. Nein, ich glaube, die backt sich einfach nur ein Stück hoch. Komm, wir greifen sie mal an. Die macht Geräusche. Oh, das ist ziemlich viel Gift. Wer kennt sie nicht? Oh, nein. Die schreiende Qual. Lol. You killed Dings, ne? Ja. Wo ist sie hin? Hast du sie auseinandergenommen? Ach, das nee, war eigentlich nicht. Also okay, da kam einfach nichts raus. Droppen die nichts. Vielleicht sind die für was anderes gut. Also vielleicht kann man die einfangen und irgendwie betäuben die oder so. Weil da kam ja grünes Gift raus. Gefährlicher. Ne? Oh, was ist das? Ist das ein Raptor? Das ist kein Raptor, ne? Das ist kein Raptor, das sind diese anderen noch. Wir gehen mal hier direkt da rüber. Da ist rechts ein Raptor. Rechts ist ein Raptor. Da wo du hinschwimmst, ist ein Raptor. Also links auf dem Plateau. Achso, ja, da gehen wir dran vorbei. Ich schwimme jetzt mal zu dem Stein hier vorne. Weil eigentlich finde ich die Klippe da ganz schön. Jetzt links die. Die da. Ja, die ist cool. Ich glaube, der gefährliche Typ wurde... Ah, ne, wurde nicht besiegt. Ich dachte, der hat einen Bronto angegriffen und wurde gekillt von dem. Waren da Piranhas? Nee, ich glaube, es gibt Mantarochen. Mantarochen. Sweet. Wie cool sind Mantarochen? Ich glaube, mehr gibt es keine das erinnert mich, falls irgendein Zuschauer Pokémon spielt, Mantax, eins der coolsten Pokémon, leider mit Wasserflug, sehr anfällig gegen Elektro, deswegen habe ich selten gespielt, aber Mantax ist ein verdammt cooles Pokémon. Wir haben kürzlich den Pokémon-Film geguckt. Den Detective Pikachu? Ja, den gibt es auf Netflix. Der ist super, finde ich. Ja, habe ich gesehen. Ja, er war schon süß, aber halt die Story ist halt super lame. Ja, okay. Gut, aber Pokémon er war cool gemacht. Aber also, ich fand vom CGI, wie die Pokémon aussahen, ultra nice. Ja. Stell dir mal da ein Spiel vor, mit so einer Grafik, wie cool wäre das? Ja, Grafikkarten hassen diesen Trick. Das stimmt. Sag mal, ist der gerade im Lauf oder checkt der? Glaubst du, der checkt, dass das ein Tech-Saudier ist? Checkst du das? Checkt, hallo? Das ist eine Sexmaschine. Sexroboter. Der hat richtig Bock drauf. Das ist so eine japanische, die man sich so zusammenstellen kann, weißt du? Ja, genau, so, genau. Alter, ich nehme mal blau schimmernd heute. Da, die richtig Klippe gut. Meine ich. Ah, okay. Blau, heute okay. Hätte ich sie gern mal blau schimmernd. Willst du mich verarschen? Boah, eine schöne, also Quallen und Rochen. Oh, nein, das ist so ein kleiner. Was? Das ist so ein kleiner. Aber nur einer, oder? Nee, nicht nur einer. Drei. Sind da Piranhas? Nee, ich glaube, mehr sind keine Piranhas. Boah, lecker, ein Stachelrochen. Schau dir doch mal an, wie cool. Okay, aber die kommen nicht ins Wasser. Okay, dann können wir sie groß umschwimmen. Ich würde sagen, wir gehen da oben mal auf die Klippe, oder? Ich sehe uns da einfach. Ich sehe uns da, ja. Ich hoffe, wir kommen bis dahin. So, wie kommt man jetzt da hoch? Boah, lol. Ah, Terranodon. Oh, sogar mit... Glaubst du, Ark hat eine RTX-Unterstützung? Ich glaube, ich habe da schon mal was gelesen zu. Und wenn, gibt's safe eine Mod. Bin mir nicht sicher. Ja, das stimmt. Nee. Okay. Oh, schau mal hier, was vorgebaut ist. Hier ist wieder eine Ruine. So eine Explorer-Note. Oh, ja, ich hab die jetzt auch bekommen, weil du die geöffnet hast. Stegosaurus. Toll. Ich möchte gerne da hoch. Und dann stell ich mir vor, dass wir hier so eine Treppe runterbauen zum Fluss, zum See, Meer. Okay. Was lacht denn hier so? Hörst du das? Wie so Papagei-mäßig oder? Nö. Ich hab grad so ein. Als wäre es ein Vogel, der irgendwie so ein schnatternd lachendes Zeug. Hier sind wir zu fett für. Verdammt! Okay. Von sich. Ausnahmen. Hast du mich gerade fett genannt? Nein, ich habe uns fett genannt. Gemeinsam. Als wir Paar. Sind schwanger, genau. Genau. Oh, hier ist doch cool. Also oben drauf dann. Gucken, ob wir die Stelle wieder finden. Da, wo der Drop runterkommt. Ja, hier, wo da dieses Loch in den Steinen ist oder so. Hier, boah. Richtig gute Klippe. Aber wie kommen wir da hoch? Ich würde sagen, wir kümmern uns dann auf jeden Fall um Landwirtschaft. Das finde ich cool. Also ich stell mir uns so vor, dass wir ein schönes Hütchen haben. Also erstmal jetzt von Anfang. Vielleicht so. Mit der kleinen Dodo-Farm, einem Beet. Keine Metallbasis. Wir können wieder den Server mit Dilos fluten. Mal gucken, nee, also, ob ich die Folge nochmal finde. Da muss ich die mal verlinken. Alter, das ja, war so das klasse. Es ist aber auch richtig, also wir hatten ja mal den einen Abend, wo wir uns ein paar alte Folgen angeguckt haben. Es ist schon teilweise richtig witzig, aber teilweise, wenn man so jung noch war, echt ein bisschen Fremdschämen auch noch, ne? Ja. Es ist schon lustig, es ist schon witzig. Alter, was ist das? Das ist kein Triceratops, aber sowas Ähnliches. Ah ja, das sind diese neuen. Na gut. Boah, ey, es gibt so was viele. Was heißt neu? Was ist denn dein Problem, Alter? Schleich die.
Pachyrhinosaurus. Okay. Mal, wer kennt sie nicht? Ameisen? Und da vorne kämpft irgendwas. Da ist ein lila Drop. Wollen wir da hoch jetzt auf der Klippe? Oder? Ja, die Frage ist jetzt, gehen wir links oder rechts? Alter, ist das ein Mecha-T-Rex? Ist das ein Mecha-T-Rex? Holy fuck. Okay, Ameisen. Shit. Mein Speer? Lol. Oh, die bringen Dings hier. Ketin. Ja, das wollte ich sagen. Ich wollte jetzt Carbonit sagen, aber das ist echt. Carbonit, okay. Alter, Mecha-T-Rex, Alter, da können wir nicht hin. Wollen wir kurz rüberschwimmen hier? Hier geht er. Ja, der ist ja beschäftigt. Und dann nehmen wir diese Rampe da. Kein Piranha. Vielleicht stirbt er ja auch. Ameisen im Wasser. Wenn der Bronto... Was? Da sind Ameisen im Wasser. Wo bist du? Links von dir. Ich sehe sie nicht. Da. Aber vielleicht stirbt ja auch der Mecha-Dings da. Und dann können wir Mecha-Teile einsammeln. Das wär's natürlich. Okay, schnell vorbei, du siehst es nicht. Ich seh dich nicht und du siehst mich nicht. Genau, Klassiker. Nee, das okay, hat mit Kämpfen. Dem Sterben nicht so gut geklappt. Egal. Aber wie cool sieht der aus, bitte? Der sieht schon richtig cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an das Lego von meinem Patenkind. Aha. Das Mech-T-Rex-Lego? Ja, Klassiker. Na, wer hat das nicht? Darf in keinem Lego-Haushalt fehlen. Ich finde, das ist mir so ein bisschen zu weit weg, so, weil hier gar nichts ist, ne? Also ja, hier ist dann ja wirklich gehen wir doch darüber. Da, wo wir herkommen, quasi, wo wir zuerst hin wollen. Da drüben ist eine Ruine. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Die fand ich auch interessant, vor allem, weil die Ruine jetzt auch nicht klein war, ne? Da waren jetzt schon mehrere Mauern. Zwei. Das ist eine Ecke. Ah, okay. Ne, dahinter ist auch noch was, oder? Eine Häuserecke, nee. Echt? Oh. Nur eine Häuserecke. Stimmt. Ah ja, tatsächlich. Es ist, man erkennt einen Grundriss. Aber die Ruinen... Die gab es doch auch noch nicht, oder? Als nee, die angefangen haben. Die sind jetzt neu und da findet man meistens diese Notes. Hier ist die Explorer Note. Schon wieder? Auf Latein. Ja, da bin ich raus. Bei Latein bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. In nomine Padre. Et Fili Sancte. Genau. Ne, E Fili, E Spiritus Sancti. Genau. Habemus Papam. Fertig. Weißer Rauch steigt aus Erlangen empor. Gut. Ist doch eigentlich ganz cool, oder? Also ich finde diesen Baum hier ganz geil auf der anderen Seite da unten. Dieser große, fette Baum. Großes, fettes mit dem Baum. Mit der kleinen Steigung, weißt du? Kann man so hochlaufen und dann ist da so unser Hütchen. Dann ruppen wir mal den Stein weg und lassen den Baum stehen. Das genau so hätte ich es auch gemacht, ja. Zack, dann fahren wir jetzt hier an und notfalls können wir ja nochmal. Und da haben wir auch viel Wald, ne? Stimmt, so. Und auf Fiber. Reiß den Stein jetzt weg. Das ist, glaube ich, der größte Stein der Welt. Ja, geteilte Erfahrung. Das sind zwei Steine. Ich habe sogar natürliches Gift. Oh, vielleicht habe ich das aus der Qualle. Natürliches Gift. Das kann sein. Ich habe es gar nicht gesehen. Das kann sein. Natürliches Gift. Das klingt doch eigentlich ganz spannend. Okay, ich lerne. Soll ich Holz. Ich mache wieder Holzbausachen, oder? Das haben wir das letzte Mal auch mal so gemacht. Oh, dann machen wir ich habe immer so. Die anderen Sachen gemacht, so die Kleinigkeiten und Sattel und so, ne? Glaube ich. Kannst du schon mal, ich kann mal wieder ein Lagerfeuer bauen, ne? Beet lernen. Oh ja. Ich meine, ich habe ja auch einen grünen Daumen. Oh! Was war das? Was ist das? Kleine Viecher, kleine Kompis, Kompi-Dinger. Nicht den Baum. Okay. Ja, sehr gut. Puh. So, ich war dabei, Holzsachen zu lernen. Wir spielen ja gar nicht mit. Oh, naja, aber ist nicht so wichtig, oder? Na, diese Plus-Mod da. S Plus oder wie hieß die immer, damit man Sachen auch schwebend bauen kann. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Boah, oder? Weiß ich gar nicht. Also spielen wir doch einfach mal Vanilla. Ja, finde ich auch. Ich find's geil, Vanilla zu spielen. Ja, ich meine, die Entwickler haben sich schon was beigedacht. Was wir auch machen können, wir müssen auch nicht unbedingt so eine Riesenhütte bauen. Wir können auch erstmal eine kleinere bauen und beispielsweise für unsere Schmiede oder Erz schmelzen, dann eine extra Hütte bauen. So ein bisschen themenspezifische Hütten. Das finde ich auch nicht schlecht. So ein Dorf. So als Vorschlag, dann sieht es auch so ein bisschen aus, als würden mehr Leute da wohnen. Falls dir das gefällt, könnten wir das so angehen. Soll ich auch schon mal einen Sattel lernen vielleicht? Wäre schon cool, ne? Vielleicht, also ich glaube, am Anfang ist doch bestimmt nicht schlecht so ein Pflanzensauder, so ein Parasaurus, oder? Die laufen nicht weg und sind sauschnell. Ja. Also die laufen schon weg, aber dann kann man gut mit denen reiten, meine ich. Oder was sagst du? Ja. Geil, das haben sie inzwischen hinzugefügt. Na, Gott sei Dank. Was denn? Dass man Sachen aufheben kann.
Wie aufheben? Na, wenn du dich verbaust, kannst du Sachen einfach wieder aufheben. Ah, okay, ja, das ist aber auch super wichtig. Oh nein! Was denn? Okay, das ist ein Timer. Oh, okay, das ist gut zu wissen. Ach, du meinst das mit dem Wiederaufnehmen oder ja, was? Ja, da läuft ein Timer. Das ist ja gar nicht mehr so leicht. Das ist auch Mist, ja. Ich habe auch schon Leder jetzt. Soll ich jetzt Lederausrüstung craften vielleicht? Überhitzisolierung minus 5, Unterkühlungsisolierung 20. Aber gut, wir sind gerade eher überhitzt, ne? Also ist es schon ganz gut, ja, was wir haben. Ah, das sind die Pflanzenfresser, die ich meinte. Und das sind Parasauren, genau, perfekt. Diese auf den Zeiten, ja, wo wir die Mächtinger zugesehen haben. Genau, ja. Also Mächtigen, ja, die sind, glaube ich, recht flott zum Reiten. Die sind ein gutes Reitanfangstier. Genau. Weil gerade, ich sehe wirklich das größte Problem von uns, dass wir nicht weglaufen können, wenn uns irgendwie ein Raptor oder so angreift. Ja, wenn hier einer kommt, haben wir ein Problem. Und von daher, glaube ich, ist es gar nicht mal so dumm, wenn wir vielleicht erstmal was Schnelles tamen. Oh Gott. Ne! Was? Ich habe aus Versehen, glaube ich, einen Triceratops gehauen. Oder bin ihm zu nahe gekommen? Auf jeden Fall war der aggressiv. Arschloch. Ja, very aggressive. Definitiv. Ein bisschen aggressiv, ja. Wir müssen mal ein Bett bauen, weil wenn ich jetzt sterbe, habe ich echt ein Problem. Ja, ich weiß nicht mehr, in welcher Region das ist. Okay, er hat sich, glaube ich, beruhigt. Hier ist ein grüner Drop. Der kommt, glaube ich, gerade runter, ja. Erstmal einen abseilen, hä? Kann ich hier runterrutschen? Oh, oh. Jetzt werden wir es rausfinden. Nein, kannst du nicht. Kannst du ein Bett bauen? Ja, warte mal, ich guck mal ins Inventar. Dann müsstest du jetzt eventuell mal ein bisschen zuschauen. Soll ich vielleicht... Achso, Schlafsack kann nur ich benutzen, ne? Ja. Wir sind Ostzone 1, Medium. Bett. Weißt du, wann man das Bett lernt? Keine Ahnung, ich kann auch einfach in der Zone spawnen. Das ist genau da eine Zone, wo wir sind. Ich spawn einfach mal in der Zone. Gucken wir mal. Ah ja, perfekt. Ja, hier ist eine Höhle. Hier sind leuchtende Steine drin. Oh, lol. Oh, ich verlasse den zulässigen Bereich und ich bin bei dir gespannt. Oh Gott, ich mich erschrocken. Oh Gott. Hä, aber ich komme da nicht weiter rein. Jedes Mal, wenn du in die Höhle gehst, werde ich zu dir gezogen. Anscheinend. Okay, das funktioniert dann nicht. Ah. Anscheinend. Ja. Dann gehen wir nicht in die Höhle. Bierfass. Oh, das klingt auch noch was, was mir gefällt. Gott, ich dachte, der wird schon wieder aggressiv, weil ich an ihm vorbeigegangen bin. Kollege, guck mich nicht an. Ach, das ist doch ein Scherz jetzt. Fasern und Stroh. Ey. Baumplattform aus Holz, das sieht ja auch cool aus. Ja, die ist für diese Baumhausbäume. Redwood oder so. Diese großen. Toilette, lol. Ja, zum Kacken. Da ach, kannst du dann. Ja, du kannst ja auch gezielt ja kacken und dann kannst du da wahrscheinlich das einsammeln und hast dann die Dings. Du kannst ja damit dingsen. Lol. Dass man halt allgemein besser dingst. Genau. Naja, das braucht man doch für Dünger, so. Sag mal, ist irgendwas von dem Häuschen hier gerade schon sicher, dass ich den Mörser draufstellen kann? Weil den kann ich nur auf einer Platte stationieren. Oben drauf. Welche Plattform ist die sicherste? Oben? Ja. Na, das ist quasi der... Okay. Das Fundament nur. Wieso ist hier ein anderes Muster als hier? Oh, weil es falsch gedreht ist, aber naja, da kümmern wir uns mal später drum. Ja. Gut, dann mache ich den mal hier hin. Einfach in die Mitte wahrscheinlich, ist die Mitte das hier ist. Also ja, okay. Dann, das Fundament ist fertig, dann würde ich sagen, reicht für diese Folge. Kleines Fundament von unserem Haus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, Daumen hoch, Abo geben, bla bla bla. Dann die letzte weise Worte. Adios, amigos. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.